In Infinity War wird wieder die geballte Ladung an Marvel-Charakteren geboten. Doch wer ist mit an Bord und wird vor allem Infinity War und Avengers Teil 4 überleben? Schon bald werdet ihr erfahren, wie es ist zu verlieren. Da hätten wir zum einen Black Panther alias T'Challa. Seinen ersten Auftritt hatte er in Civil War und mit dem gigantischen Erfolg des Solo-Films dürfen wir uns auch nach Infinity War auf noch mindestens 2 weitere Filme freuen. Bei Black Widow alias Natascha Romanoff sieht es bisher etwas schlechter aus. Doch wie es nach Avengers 4 weitergehen soll, ist bis jetzt noch unbekannt. Nur die Ankündigung des Black Widow Solo-Films lässt hoffen. Captain America ist schon etwas in die Jahre gekommen. Seit 2011 ist Chris Evans auf der Leinwand zu sehen. Erst 2017 wurde sein Vertrag für den 4. Avengers-Film verlängert. Danach soll allerdings erstmal Schluss sein. Doctor Strange ist ebenfalls in Infinity War mit an Bord. Wie es danach weitergehen soll, ist bis dato unbekannt. Denn aktuell gibt es nur Gerüchte über ein Sequel, aber noch keine Bestätigung für Avengers Teil 4. Drax aus den Guardians of the Galaxy wird uns auf jeden Fall bis Avengers Teil 4 erhalten bleiben. Auch wenn eine Fortsetzung für die Guardians bereits angekündigt wurde, ist bis jetzt noch nicht ganz klar, welche Folgen Infinity War und Avengers haben werden. Ebenso ungewiss ist die Zukunft für Anthony Mackie alias Falcon. Denn hier ist bis auf Avengers Infinity War noch nichts weiter bekannt. Und auch bei Gamora ist der Auftritt für Avengers Teil 4 noch nicht bestätigt. Denn ihr Drehplan ist in Zukunft eh schon sehr voll, da aktuell Avatar Teil 2 und 3 bald auch Teil 4 und 5 gedreht werden. Bei Rocket und Groot ist die Lage etwas entspannter, da hier nur Vin Diesel und Bradley Cooper den Figuren ihre Stimme leihen. Das heißt aber nicht, dass ihr Überleben dadurch gesichert ist. Wobei Groot ja schon einmal gestorben ist und durch seinen Sohn ersetzt wurde. Bei Hulk ist es allerdings wieder ungewiss, wie es nach Infinity War weitergehen soll. Mark Ruffalo wurde für Avengers 4 noch nicht bestätigt und sein Vertrag endet nach diesem ebenfalls. Robert Downey Jr. hingegen ist für Avengers 4 als Iron Man schon bestätigt. Danach ist allerdings laut seinem aktuellen Vertrag erstmal Schluss. Wie er auch in Interviews des Öfteren angedeutet hat, will er den Anzug gerne weitergeben. Trotzdem ist er dann immer noch im Geschäft, denn er besitzt Anteile an der Marke Iron Man. Noch nicht allzu lang wie Tony Stark ist Mantis aus den Guardians of the Galaxy dabei. Ihren ersten Auftritt hatte sie in Teil 2 und auch für Teil 3 ist sie bestätigt. Einen Marvel-Film mehr hat Nebula vorzuzeigen. Denn als Adoptivschwester von Gamora ist sie ein fester Bestandteil der Guardians of the Galaxy Filme. Allerdings ist sie bis jetzt nur für Avengers Teil 4 und nicht für den dritten Teil der Guardians angekündigt. Danai Gurira kennen wir nicht nur aus Black Panther, sondern viel eher aus The Walking Dead, nämlich dort als Michonne. Als Anführerin der Dora Milaje von Wakanda ist sie allerdings nur für Infinity War bestätigt. Seit Age of Ultron kennen wir auch Elizabeth Olsen als Scarlet Witch. Für sie ist allerdings bis jetzt auch nur Teil 3 der Avengers bestätigt. Die Schwester von Black Panther wird Gerüchten zufolge und nach einigen Fantheorien auch als geheime Nachfolgerin von Tony Stark gehandelt. Allerdings ist Letitia Wright bis jetzt nur für Infinity War bestätigt. Tom Holland ist der neue Spider-Man und seit 2016 im MCU vertreten. Trotzdem ist bis jetzt nur ein weiterer Solo-Film nach Infinity War mit ihm angekündigt. Bei Chris Pratt ist die Vertragslage nach außen etwas offener, denn laut eigener Aussage hat er für 3 Guardians-Filme und 2 weiteren Marvel-Filmen unterschrieben. Das heißt, wir können nach Infinity War mindestens noch mit 2 weiteren Filmen mit ihm rechnen. Bei Chris Hemsworth ist dafür nach Avengers Teil 4 mit seiner Rolle als Thor erstmal Schluss, denn nach eigener Aussage wird er den Gott des Donners nach 2019 nicht mehr spielen. Im Fall von Vision, gespielt von Paul Bettany, ist die Lage etwas verzwickt. Denn an sich ist Vision nur eine künstliche Intelligenz. Zudem trägt er in seiner Stirn den Mind Stone. Genau diesen braucht Thanos, wie auch die anderen Infinity-Steine, um die Macht zu erhalten, seine Ziele umzusetzen. Die Frage ist dann, ob Vision auch ohne den Mind Stone überleben kann. Für Colonel James Rhodes ist bis jetzt nur Avengers Infinity War bestätigt. Allerdings wird er Gerüchten zufolge als eventueller Nachfolger von Tony Stark gehandelt. Der Winter Soldier steht mittlerweile auf der Seite der Avengers und damit ist Sebastian Stan auch mit seiner Rolle für Teil 4 bestätigt. Zudem soll er für insgesamt 9 Marvel-Filme unterschrieben haben und inklusive Avengers Teil 4 wären wir bei 7. Wobei man sagen muss, dass er bei Black Panther nicht in den Credits auftaucht, deshalb dürften wir uns eventuell noch auf einen Film mehr freuen.
Deshalb wird er auch als eventueller Nachfolger von Steve Rogers alias Captain America gehandelt. Auch für Loki alias Tom Hiddleston ist bald Schluss. Sein Vertrag läuft nämlich aus und bis jetzt ist er auch nur für Avengers Infinity War bestätigt. Zu guter Letzt haben wir noch Wong. Seinen ersten Auftritt hatte er in Doctor Strange und auch bei Infinity War ist er mit dabei. Wie man sieht, ist die Zukunft des MCU ungewiss. Denn wie schon Marvel-Chef Bob Iger mehrfach betonte, wird sich nach Avengers 4 einiges ändern. Mit Marvel-Filmen wird es dennoch weitergehen. Aktuell befinden wir uns in Phase 3, diese wurde durch Civil War eingeleitet und wird mit Avengers Teil 4 enden. Für Phase 4 sind bis jetzt 11 Filme angekündigt. Zwei davon wurden schon konkret betitelt, nämlich einmal eine Fortsetzung von Spider-Man und eine Fortsetzung von den Guardians of the Galaxy. Insgesamt können wir aber auf Marvel-Filme bis 2022 gespannt sein. Avengers: Infinity War.